Welcome, it's me, Jacqueline. Remember. Vier Formen des Futurs werden sehr häufig gebraucht. Weißt du noch, welche das sind? Will Future, Present Progressive, Going to Future und Simple Present. Wie die vier Formen gebildet werden und wie sie gebraucht werden, solltest du noch aus dem letzten Video wissen. In diesem Video beschäftigen wir uns damit, Übungen zur Unterscheidung der verschiedenen Futurformen zu machen. Exercise 1. Welche Art, die Zukunft zu beschreiben, ist die beste? Wähle eine aus. I feel sick. I think. I am staying. I am going to stay. Oder I will stay at home. Drücke kurz auf. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.